Ja, herzlich willkommen zu dieser Platzvorstellung. Ja, auf dieser Karte befinden wir uns hier unten. Da vorne gibt es ein Lokal bzw. so ein Schnellrestaurant. Da kann man sich mal was zu essen gönnen. Und da gegenüber gibt es dann das Toilettenhäuschen. Da gucken wir jetzt mal schnell rein. Ja, so schaut es hier aus. Gucken. Männerpissoir. Klo. Ja, hab ich schon besser gesehen, aber zweckmäßig. So sieht der Hafen aus. Viele schöne kleine Segelschiffchen. Sehr schön. Und hier gibt es auch einen Spielplatz, wie ihr seht. Also für die Kiddies, ne? Ja, und das ist vielleicht eines meiner nächsten Gefährten. Guck mal, Metallic-Lackierung, Windabweiser oben über die Scheiben. Oh, Wahnsinnsteil. Elektrische Fensterheber. Also wenn das nichts ist. Ja, und hier am Hafenkontor könnt ihr euch anmelden. Und hier gibt es auch noch die Badeanstalt. So, hier ist die Dusche. Schauen wir uns mal an. Toilette hier an der Ecke. Und dann nochmal hier die Shower. Ich muss ja sagen, die Segler sind ja in der Regel nicht so verwöhnt wie die Wohnmobilfahrer, muss man wirklich sagen. Die fahren zwar die teureren Gefährte, also ein Boot unter 100.000 Euro ist ja kaum zu kriegen, aber sind dann schon genügsamer. Hier die Toilette. Hat jemand seinen Stock vergessen. Hier ist noch mal eine Lokalität, wo man sich bedienen lassen kann und auch mal ein Eis essen und so. Prinzipiell sieht ganz schön aus hier. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Kennt ihr schon meine Google Maps Karte www.map2go.de? Hier sind hunderte von Einträgen hinterlegt. So könnt ihr euch einen sehr guten Eindruck von Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Städte, Strände und Stellplätze verschaffen. Kostenlos auf www.map2go.de. Ja, und jetzt weiter mit dem Video. Ja, da waren wir eben drin, habe ich euch gezeigt. Aber der eigentliche Stellplatz, der ist halt vor der Marina. Und das sind diese Plätze hier. Also das ist die Straße, die ihr kommt, beziehungsweise wieder fahrt. Dann haben wir hier die Plätze. Schön breit, muss man sagen, schön lang. Hier kommen also auch die Liner rein. Ist also wirklich kein Problem und man hat einen wirklich schönen Blick. Da kann man nicht meckern. Ja, ist ein geschotterter Rasenplatz, wenn man so will. Das heißt, wenn hier mal 3 Tage geregnet hat, sinkt man hier nicht ein und kommt man auch wieder mit seinem Wohnmobil raus. So was kann ja schon mal wichtig sein. Also der Platz kostet 24 Euro und der Strom kostet aber nochmal 25 Kronen extra. Modernes System, hier hat man also keine Probleme zu erwarten. Und hinter der Säule gibt es auch gleich den Wasseranschluss, was ich sehr praktisch finde. Wenn ihr den Gardena-Anschluss festmachen wollt, dann könnt ihr das ja mal eben abschrauben und dann aber hinterher wieder dran. Ja, hier nochmal der Plan. Da seht ihr, wir stehen jetzt hier. Ja, und das habe ich euch ja gerade alles gezeigt. Aber so habt ihr nochmal eine Übersicht. Ja, man steht hier absolut ruhig. Also hin und wieder kommt natürlich mal ein Auto vorbeigefahren, um in den Hafen zu kommen oder davon wegzufahren. Aber ansonsten ist hier wirklich wunderbar still und keine Mücken. Wir haben jetzt den 1. Juli, also alles gut. Habe ich in Finnland anderes erlebt. Tja, und anscheinend kann man halt seinen Stellplatz auch mit einer Kette sichern. Also wenn ihr mal wegfahren wollt, was zum Einkaufen oder so, dass euch hier keiner den Platz wegnimmt.
Ja, also ich finde den Platz super. Also super schön. Hat so den so ein bisschen Charakter des Freistehens, finde ich. Ja, ich würde ja den da ganz vorne nehmen, mit der Tür nach da, Fenster nach da. Perfekt. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.